So eine Bindung ist eine total feine Sache, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt auslöst, nicht früher und nicht später. Dazu muss man die sogenannten Z-Werte einstellen. Was das ist, was sich dahinter verbirgt, das erklären wir in einem kurzen Film. Wo passieren eigentlich die meisten Verletzungen? Wir haben eine Grafik vorbereitet und aus der seht ihr, dass über 50% aller Verletzungen im Bereich Knie und Unterschenkel auftreten. Und das bedeutet, dass in über der Hälfte aller Verletzungen die korrekte Einstellung des Z-Wertes eine maßgebliche Rolle spielt. Der Z-Wert ist für uns erstmal sichtbar als das, was hier in diesen kleinen Sichtfensterchen passiert. Und was genau dahinter steht, darüber erfährt man erstmal relativ wenig. Deswegen gucken wir mal kurz in Wikipedia. Die Sicherheitsauslösung der Bindung soll erfolgen, wenn das auf den Schienbeinknochen wirkende Drehmoment einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Auf gut Deutsch, bevor der Schienbeinknochen bricht, soll die Bindung aufgehen. Finde ich extrem sinnvoll. Und ansonsten steht da tatsächlich nicht mehr drin und mehr gibt es auch nirgendwo im Netz zu finden, außer dass der Z-Wert mit dem benötigten Drehmoment monoton ansteigt. Das heißt, je mehr Kraft nötig ist, um den Schienbeinknochen zu brechen, umso höher kann ich den Z-Wert einstellen. Das kann es ja so auch nicht ganz sein. Ich möchte ja eher, dass der nicht bricht. Irgendwo in der DIN ISO 9462, das ist der zugehörige Prüfstandard, nachdem zum Beispiel der TÜV Süd auch Skibindungen abnimmt und zertifiziert, steht sicherlich auch eine Zuordnung, welche Kraftwerte das sind, aber so richtig allgemein zugänglich ist das leider überhaupt nicht. Was wir wissen ist, dass wir neben den Federelementen, die hier drin sind und bestimmen, mit welcher Kraft die Bindung später aufgeht, brauchen wir Informationen über den Fahrer, sein Gewicht, seine Größe, möglichst eigentlich auch seine Knochenstruktur und den verwendeten Skistiefel, denn diese Sohlenlänge definiert den Hebel, mit dem das ganze System Ski später auf die Knochen wirkt. Das heißt, da kommt eigentlich die Kraft her, die dann aufs Schienenbein wirkt. Es gibt tatsächlich zwei zulässige Methoden, um das zu ermitteln. Eigentlich wären es drei, aber die dritte, die erkläre ich euch kurz, wirklich haben möchte man die nicht. Die wäre natürlich, den Schienenbeinknochen schlicht und einfach zu brechen. Dann weiß ich, wie viel Kraft ich dafür gebraucht habe. Freiwillige? Okay, nicht wirklich. Es gibt zwei Methoden, die weniger drastisch sind. Das eine ist eine Tabellenmethode. Die habe ich auch schon erklärt, als wir hier in einem anderen Video schon mal Bindungen montiert und eingestellt haben. Da guckt man in einer Tabelle nach der Sohlenlänge des Skischuhs, steht hier meistens irgendwo an der Hacke. Man guckt nach dem Fahrer, seinem Können, seinem Alter, seiner Größe und seinem Gewicht und findet dann in einer Tabelle einen Z-Wertebereich, der dafür erstmal vorgesehen ist. Und das heißt also, dass für die erwartete Knochenfestigkeit dieses Fahrers im Schienenbein, nur darüber redet der Z-Wert, die Kräfte so gestaltet sind, dass dieser eben nicht bricht, bevor die Bindung aufmacht. Eine rein tabellarische Ermittlung. Eine zweite zulässige Ermittlung ist es tatsächlich, den Schienenbeinkopf, den sogenannten Tibia, zu messen und aus der schlichten Dimension des Knochens versuchen abzuleiten, wie viel Kraft der wohl aushält. Auch das ist zulässig. Auch dann wird wieder geguckt, wie schnell fährt der Fahrer, also ist das ein sehr sportlicher oder ein eher langsamer Fahrer, wie groß, wie schwer. Man kann das Geschlecht berücksichtigen, denn tatsächlich haben Frauen etwas weniger dichte Knochen als Männer. Das kann man auch noch als Korrekturfaktor einbauen und überlegt dann in dem Gesamtsystem auch wieder mit der Sohlenlänge, was denn jetzt wohl der richtige Z-Wert wäre. Soweit die Theorie. Also tabellarisch oder messen. Beides ist tatsächlich laut Standard und Messvorschriften eine zugelassene Methode, um das zu machen. Was aber zwingend erforderlich ist und an der Stelle auch wirklich mein dringender Appell, denn wenn ihr hier genau hinguckt, dann seht ihr, was für eine kleine Rastung diese Skala hat. Das ist wirklich ganz, ganz wenig und mit einer halben Schraubenumdrehung bin ich hier unter Umständen schon um einen halben oder einen ganzen Punkt im Z-Wert abgewichen. Das heißt, eine genaue Einstellung rein nach optischer Beurteilung ist eigentlich ausgeschlossen. Ich muss da ein bisschen präziser dran gehen, insbesondere natürlich, wenn mein Skistiefel hier vorne schon ein bisschen runtergeknibbelt ist. Der hier ist noch relativ neu, aber ab und zu sehe ich hier schon mal Skistiefel, die sind hier vorne ziemlich rund gelaufen.
Und natürlich ist die Kraftübertragung auf die Bindung dann nicht mehr dieselbe wie bei einem neuen Skistiefel. Das heißt, das weicht ab. Und das kann man dann tatsächlich nur noch durch geeignetes und geeichtes Messinstrumentarium erfassen. Das heißt, der Stiefel muss in die Bindung und dann muss eine Maschine dran ziehen. Nichts anderes machen diese Auslösewertermittlungen. Die ziehen dran in verschiedene Richtungen und prüfen, ob dieses Drehmoment, das ich haben möchte, von dem ich erwarte, dass der Fahrer es aushält, ohne sich zu verletzen, ob dieses Drehmoment eingehalten wird. Und das kann ich tatsächlich nur bei den vielen beteiligten Komponenten nur im Experiment machen. Sprich, geht zu einem guten und gut ausgestatteten Fachgeschäft oder Verleih und lass die Sachen einfach im Zusammenspiel testen. Das gibt wirklich die höchste Sicherheit. Eins ist mir noch wichtig, weil das auch gerne vergessen wird. Der Z-Wert richtet sich, ich habe jetzt auch ein bisschen drauf rumgeritten, ausschließlich auf die Drehmomente, die nötig wären, um das Schienenbein, den Schienenbeinknochen zu zerbrechen. Der Z-Wert hat nichts zu tun mit Knie, Muskeln, Bändern oder Sehnen. Das gibt zwar irgendeinen Zusammenhang, aber wenn jemand ein vorgeschädigtes Knie hat, zum Beispiel, dann kann es durchaus sein, dass es sinnvoll ist, im Z-Wert darauf zu reagieren, weil der sich wirklich erstmal nur auf die Knochenstruktur richtet. Das ist die alleinige Referenz. Ich weiß, das klingt nicht besonders befriedigend. Schöner habe ich es aber im Moment nicht und nach dieser Konvention wird das nun schon auch sehr viele Jahre gemacht. Fazit: Ein bisschen was wissen wir jetzt darüber. Wenn jemand mit einem Messschieber anrückt und den Tibia ausmisst, das ist kein Scharlatan, das kann man so machen. Andere gucken nur in Tabellen, auch das ist zulässig. Seid ehrlich, was euer Fahrkönnen angeht. Seid ehrlich, was euer Gewicht angeht. Fällt ja auch nicht jedem so leicht. Und lasst das Zusammenspiel, insbesondere bei benutzten Skistiefeln, einmal testen. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite und ich wünsche euch unglaublich viel Spaß im Skiurlaub. Was ich ganz vergessen habe zu erwähnen: Die beste eingestellte Bindung ist natürlich die, die auf einem Traumski eurer Wahl stattfindet. Wenn ihr einen ähnlich schönen Ski wie diesen haben wollt, dann kommt doch bei mir in der Werkstatt in Hamburg vorbei unter craftski.de. Da kann man sich seine Skier nämlich selber bauen in wunderschönen Workshops. Und wenn ihr euer Zuhause oder eure Werkstatt mit einer so wunderschönen Karte über die Skigebiete dekorieren wollt, dann gibt's die bei Marmota Maps. Jetzt bin ich aber weg. Ciao!